Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde unserer Welt der Warcraft. Zu Folge 172 meiner Solo-Let's-Play-Serie Lasst uns Gold verdienen in Echtzeit für die WoW in Neulinge, Anfänger und Casuals unter uns und unter euch. Das Ganze habe ich chronologisch von Folge 1 an wirklich mitgetrackt und mitgeplottet hier. Ja, neuer Server Level 1. Ich hoffe immer noch auf diese 90 Euro Blizzard-Guthaben, die ich mir generieren könnte durch das Gold, was ich bis dahin erfarme, aber das ist ein sehr langer Weg aufgrund dieser Casual-Rahmenbedingungen, die sehr unangenehm sind, weil einfach sehr viel um das WoW-Abo und den Shop designt ist. Ja, also einfache Möglichkeiten, Gold zu verdienen, hat Blizzard natürlich eliminiert. Das muss gegrindet werden, durch Spielzeit kompensiert werden. Und ich habe jetzt über 200 Stunden drin. Wir sind bei 800.000 Gold, die wir geknackt haben. Und ja, der nächste Meilenstein, sage ich mal, 850.000 Gold. Ich denke, jetzt sind 50.000er Schritten. Ich hoffe, dass wir mal Richtung 1 Million Gold kommen. So, in dieser Folge lasse ich jetzt den Hexer mal stehen. Ich kümmere mich mal wieder um den Mönchen, denn mit dem muss ich auch noch ein bisschen was machen. Wieder farmen, Ruf grinden, wir kommen nicht drum herum. Und das Ganze habe ich für alle, die jetzt später einsteigen, hier chronologisch wirklich sortiert, inklusive der Streams. In dieser Playlist sind jetzt 178 Videos drin. Das ist schon verrückt irgendwie. Und die Kanalmitglieder erhalten vorab Zugriffe. Und ihr seht, ich habe Folge 168 hochgeladen, freigegeben für die Kanalmitglieder. Alles wird öffentlich, ganz wichtig. Jede Folge wird öffentlich, da gibt es keine Geheimnisse. So, ich bin jetzt schon dabei, ein bisschen wieder auf Vorrat zu produzieren, wenn es bei Folge 172, damit ich ein bisschen Puffer habe, weil ich durch meine Arbeitssituation die nächsten Tage werde ich nach Feierabend Szenen haben. Ich gehe da nicht mehr in den Rechner, es ist vorbei. So, das bedeutet, ich nutze jetzt die Zeit hier, die ich jetzt mal so ein, zwei Videos hintereinander machen kann und farme mit euch eine Runde. Jetzt haben wir sogar den spektralen Grog und Harmoniepartikel hier rausbekommen. Das ist natürlich nett. Ja, besserer Schnitt als sonst. Und wie viele Grogs haben wir denn jetzt schon? 19 Stück. Einfach durch das Hin- und Herloggen. Ja, mal gucken, was so und die nächsten Sessions hier zustande kommt. Ja, vorher hatte ich den Charakter mal bei Schuppenbauch im Schlingdorntal und jetzt vermissen Variationen. Dachte ich, probieren wir mal was anderes. Soweit. Ja, Auktion diesmal nicht. Wir kümmern uns um den Mönch. Wisst ihr was, wenn wir schon hier sind? Wenn wir schon hier sind, da wir schon hier sind, machen wir Folgendes. Wir fliegen. Hatte ich die Sachen eigentlich rübergeschickt letztes Mal? Ja, ich glaube schon. Habe ich das schon eingestellt? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Doch, habe ich. Habe ich, alles klar. Wir fliegen einfach mal kurz hier rüber und machen die Öst-Pestis-Quests hier. Hier sind wir auch noch nicht durch. Und wir schauen einfach mal kurz, ob das Kreuzfahrerrezept am Start ist. Oh, hier bin ich zu weit. Einfach nochmal, einfach nochmal mitnehmen. Ja, spricht ja nichts gegen. Wenn wir schon hier sind, kann man ja gucken, ob wir ein bisschen Lootglück haben. Und meine Essenz des Untodes, das ist natürlich auch klasse. Und meine Hoffnung ist noch, dass auch aus dem Ostermontag noch der ein oder andere Sale dann generiert wurde, / wird. Waldläufer. Die haben wir zumindest noch nicht in unserer Bibliothek, also der Auktionshausbibliothek, hatte ich den das noch nicht einsortiert in meine Gruppen. Das heißt, das ist jetzt mal eins der wenigen grünen Items, die haben wir jetzt noch gar nicht. Also mal gucken, wie viel wir zukünftig noch finden, die wir wirklich noch gar nicht gelootet haben. Denn normalerweise, wenn ich das rüberschicke, bei den Sachen, die nicht völlig wertlos sind, sind die schon in irgendeiner Gruppe einsortiert. Das ist hier nicht der Fall. Ja, fantastisch. Guck mal, jetzt haben wir Ah, Kreuzfahrer haben wir jetzt auch hier. Die Preise sind natürlich, ihr seht, ihr sind jetzt schon bei unter 4000 Gold. Ja, aber so ist es. Bevor ich hier die Videos gemacht habe, war keins im Auktionshaus gelistet.
Und jetzt mittlerweile 5 und ich mische ja schon gar nicht mehr mit. Also ihr seht, es hat natürlich sofort Auswirkungen. Das ist der Fluch und der Segen der Gold Guides. Ja, man zeigt letztendlich Sachen, die funktionieren. Wenn man aber auf dem Server spielt, auf dem die Person den Content macht, ist es ein bisschen schwierig. Hier wischt es jetzt leider natürlich alle, die sie jetzt überlegt haben, hier mitzuspielen und das 1:1 hier nachzufarmen in dem Serververbund. Damit sind wir wieder beim zweiten Account und die EU-weiten Handel. Sucht euch dann einfach Server, bei denen das Kreuzfahrerrezept nicht für 4000 Gold gelistet ist, sondern für mehr. Das ist für mich jetzt natürlich gut. Ja, bla, hier die Brechmap, hier den Quatsch, hier so grob. Ist jetzt für mich nicht relevant. Ich brauche noch ein bisschen Platz für Quests. Ich gucke mal, ob wir Dunkelruhen mitnehmen können auf dem Weg. Das ist auch so eine Geschichte. Einfach kurz hin und zurück. Wo stehen die gerade? So bin ich jetzt im Kampf. 100 Gold, okay. Aber 100 Gold sind 100 Gold. Ich brauche sie letztendlich für den einen oder anderen Craft. Ja, selbst wenn wir sie nicht verkaufen, können wir sie verwerten. Vielleicht würde ich sie für den Preis jetzt gerade nicht unbedingt da reinstellen. Ja, das tut ja nicht der Not. Schweres Leder. Okay. 7 Gold, also es ist schon. Da habe ich fast schon wieder Bock auf eine Uldaman-Runde, ne? Ernsthaft. Aber ich wollte mit euch einmal den Weg durch die Manege abschließen hier. Dickes Leder. Bei 6 Gold. Also wie gesagt, die ganzen Ledergeschichten, die ich irgendwann jetzt nicht verarbeitet bekomme, die haue ich dann zum Schluss alle in das Auktionshaus. Also ich glaube schon, dass ich durch das ganze Material, was ich jetzt nicht verarbeitet habe, nicht weiter genutzt habe, dass da ein paar Goldstücke zusammenkommen. Also das, ich glaube, das ist eine deutlich vierstellige Summe, bin ich mir sehr sicher. Die einfach auf der Bank schlummert. Vielleicht sogar eine fünfstellige, wenn wir 10.000 Gold knacken. Das gucke ich mir dann mal an. Aber vielleicht habe ich das ein oder andere noch liegen. Und einfach durch die Masse addiert sich das. Ich fürchte nur, dass es am Ende nicht so ist, meine Lieben, dass uns da dass es zum Ende fehlen uns leider nicht nur 10.000 Gold, sondern wesentlich mehr. Und wir sind natürlich auch ein bisschen abhängig von den Goldpreisen, was die Marke angeht. Und ihr seht, es ist bei 360.000 Gold und ja, ich brauche 7 Marken. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Also das geht schon relativ fix dann hier. Die einmal hier umzuklatschen. Schwerer Mithrilhelm. Blut eines solchen Hundes. Das schon cool ist halt, wenn du mit Kirschner spielst, dann ist natürlich nett, wenn man jetzt die Quests hat, indem man die ganzen Wildtiere umballern muss, dass man das Gefühl hat, selbst wenn die keinen guten Loot hatten wie hier jetzt, kein Drop. Damals waren Vampirzähne sowas irgendwie nett, weil das wirklich ein Classic für Silber, Rohsilber irgendwie nett war, ja. Aber hier ist es einfach ein bisschen für das Gemüt so, hey, Loot ist wertlos, aber ich kriege doch nochmal zumindest ein Stückchen Leder, ja, was da mehr Wert hat als den ganzen Quatsch, den man hier halt fallen lassen. Hier sowas wie schwerer Balk ist dann natürlich schön, rotes Wolfsfleisch ist völlig irrelevant, diese Kochmatz, das ist alles Schrott, das ist Vendor-Material. Aber
Die schweren Bälge sind natürlich gut nochmal, weil die sich eben auch summieren und man kann das Zeug nutzen. Fürs Craften oder halt Sachen verkaufen. Und das nächste kleine Queststückchen geschafft, dann kommt jetzt nämlich der nächste Quest-Meilenstein. Was habt ihr zu bieten? Macht's gut. Investiert ihr eine Münze hier, investiert ihr eine Münze in Gelneas. Genau, ja, weiter geht's. Ich soll doch jetzt hier aufspringen, aufsteigen. Und dann fährt man nämlich gemeinsam rüber, ne? Ich habe, wonach ihr sucht. Kaufen und verkaufen liegt mir im Blut. Fahrt mit Fionas Karawanwagen, ja, würde ich gerne. Liegt das jetzt an meiner Gestalt, dieser Polyformsäure, dass es nicht geht, oder? Oder muss ich irgendwas kaufen? Nö. Nur gelnearische Händler sind ehrlich. So, warum funktioniert das jetzt schon wieder nicht hier? Wie kann ich euch helfen? Empfehlt uns weiter, ja. Wie funktioniert denn das nicht hier? Achso. Also interagieren, die Sprechblase auswählen und dann geht das los. Genau, sowas wie Essenz des Feuers, das fehlt mir jetzt hier zum Craften. Das würde ich mir jetzt aus dem Auktionshaus kaufen, ne? Aber ansonsten das unverwüstliche Leder, das farm ich selber. Auch wenn das nur 4 Gold sind, beziehungsweise das könnte ich ja selber herstellen noch. Hängt aber wieder ein bisschen dann davon ab. Dickes Leder ist jetzt hier 6 Gold, unverwüstliches Leder braucht 6 Stück. Das wäre dann schon zu teuer, ne? Da sind es bei 36 Gold. Da macht es mehr Sinn, unverwüstliches Leder direkt zu farmen und nicht hier herzustellen, obwohl ich genug habe, ne? So. Genau. Hehehe. Ja. Sieht schon, wir müssen bald echt nochmal Nax gehen wahrscheinlich.
So, einmal das hier. So, die sind hier alle gelistet. Will ich irgendwas davon rüberschicken? Nö. Das kann weg. Das kauft keiner. Also glaube ich nicht, glaube ich nicht. Wenn ihr das verkauft, Glückwunsch, aber auch das hier, das weg. Imperiale Lederstiftung, auch weg. Bei der Geschichte, ja, da warte ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig ab, ne? Genau, das ist der Glücksbringer. Waffenöl brauche ich jetzt nicht. Heiligschaden. Der Talisman. Heiligschaden. Nehmen wir hier den Glücksbringer. So, dann genau questen wir jetzt mal, damit hier der ganze Agent um Fez mal ein bisschen losgeht hier. Genau, der will sich ja nicht anschießen. Der Lump, das heißt, wir fliegen immer den höchsten Stock und fragen Imchen hier für solche Straßen. Genau. Genau, soll man ihm also helfen und das machen wir natürlich. Das machen wir. Solchen Fledermäuse, 13, auch so eine Entrante. Das ist eine der witzigsten Quests meines Erachtens, rein von dem Ziel. Denn 13 hat er aber vielleicht eine Bedeutung. Ich gucke jetzt aber auch nicht in die Quest, weil ich die Quest-Tags eigentlich auch nie lese, ob das mit der 13 was auf sich hat. Ich vermute, es ist eine willkürliche Zahl. Ich überlege mir nur, wenn man das Quest-Design macht. Wieso kommst du auf die 13? Also wieso? Hier ist eine Gargoyle, die baller ich mit um, weil sie auf dem Weg liegen hier. Die kann man auch nicht kirschen haben. Die hier schon, weil Wildtiere... Genau, gebunkerte Güter. Silber, wie süß. Redet man davon eigentlich mehr? Die sind ja nicht einzigartig, ne? Seelengebunden. Ne. Die muss ich jetzt aber wohl nicht jedes Mal sofort öffnen, oder? Oder muss ich das machen, damit die wieder droppen? Auch ein guter Goldguide, ja. Davon einfach nur ein paar tausend sammeln und dann. Hat man auch ein paar Goldstücke, aber leider weniger als 1000.
Achso, er ist schon fertig. Das ging ja fix. Guck. Ballern wir gleich mit Runde Stratholm. Eigentlich hätte ich mal Lust auf Stratholm wieder. Stratholm macht Laune. Musst du auch den richtigen anklicken, Herr Andreas. So, nachdem wir das jetzt haben, ist jetzt, was macht jetzt die Folgequest hier? Die Reise geht weiter, okay. Das ging ja wirklich fix. Allerdings habe ich hier doch noch eine Quest noch offen, ne? Guck mal hier, genau. Clan Pamela und Co. Da war ja was. Heul mal nicht rum hier. Na? Du alter Socke. Tschüss. Bin schon wieder weg. Termine, Termine. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan hat dodged. Jom, jom. Jom, eine andere. Kaschem. Das können die Kölner besser als ich. So, Pam. Wham, bam, Pamela. Genau, Pamelas Puppe. So, was macht? So rennt jetzt hier jemand noch rum. Einmal so. Puppenkopf. Puppenkopf haben wir. Normalerweise ist dort ein Gegner-Spawn, aber vielleicht jetzt durch den Paladin. Jetzt vielleicht nicht. Linke Seite. Genau, dann kommen nämlich die hier. Tauchen noch einmal auf. Ach ne, den habe ich ja schon. Was fehlt denn noch? Fehlt noch ein Teil. Die rechte Seite fehlt noch. Dann ist sie aber... Dann ist sie in dem Haus drin wieder. Ist sie hier irgendwo? Ach hier. Halt. So, jetzt haben wir sie. Die Puppe. So, dann einmal Puppe zurück zur Pibi. Ach so, habe ich jetzt eine Quest verpasst? Moment. Die Jagdklinge. Also, nee, da war noch eine zweite. Eine zweite offen. Genau, müssen wir ganz kurz auf den Spawn warten. Also wir hängen ein bisschen hinterher. Der hat hier Vorsprung, der Kollege. So, ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht Minuten auf den Spawn warten.
Ach ja. Ich meine, in so einer Situation kann man jetzt einfach mal kurz umloggen. Auf ihmchen. Das ist das Gute. Diesmal kein weiterer Grog, aber Harmoniepartikel. Davon haben wir jetzt auch schon ein paar. Guck mal, jetzt haben wir schon immerhin den zweiten Geisterharmonie. Mal sehen, was hier bis zu Folge 200 zusammenkommt. Mit dem Schurken könnte man auch noch mal eine Runde drehen eigentlich, ne? So. Seht ihr, hat sich dann doch schon gelohnt. So, dann passt das nämlich auch wieder hier. Braucht ihr etwas für die Allianz? Schönen Tag auch. Auf dann. Kann ich euch helfen? Jawohl, das machen wir doch alles. Was braucht ihr? Seid sicher. Immerhin freundlich eingestellt gegenüber uns. Ist doch schon mal gut. Genau, das heißt nämlich hier eine ganze Reihe von Quests sind tatsächlich einfach versteckt hinter weiteren Questreihen, manchmal auch hinter Ruf. Ah, hallo. Na, wenn du schon hier so stehst, sammeln wir auch einen 4 Gold mächtigen Umhang von dir. So, damit haben wir mal den Schädel. Stinkender Schädel, zenarische Hartnäckigkeit. Insofern ist das Ziel, wir haben jetzt eine Rufverbesserung. Haben wir tatsächlich hinbekommen, das ist auch schön. Hier ist noch Ruf für Fraktion Zirkel des Szenarios. Auch interessant. Seuchenverbreiter. Ach so, benötigt die Kontrollruhen. Daher. Das auch noch. Gut. Nummer 1. Ich weiß gar nicht, wie viele Kontrollruhen habe ich denn jetzt schon.
Okay, da brauche ich noch eine weitere. Ich fliege einfach mal so hier rein. Hier müssen wir sowieso rein, glaube ich. Zu Mr. Schattenmagier. Und hier sollen wir ja... Genau. Ein bisschen Obst und Gemüse pflanzen. Ich glaube, das war das. Das ist das im Original. Obst und Gemüse. Und den nächsten. Zack. Genau, also die Unboxen gibt auch schon direkt Ruf für den Agentum Kreuzzug. 7 Stück in dem Falle. Wo müssen wir noch rein? Da hinten müssen wir rein. Aus dem Weg. Ich würde es jetzt mal wieder tun. Was soll ich eigentlich mit diesen Schädeln machen? Achso, stinkender Schädel. Gut, euch prügel ich trotzdem um. Ja, kann der loot-technisch immer mal was Gutes dabei sein. Man weiß es immer nicht. Ja. Mensch, hier kommen nochmal gebunkerte Güter. Und mal ein paar Silber. Fehlen denn noch, wieso fehlen noch 5? Ich habe doch 5 stinkende Schädel, was soll ich mit dem, achso, habe ich wieder nicht richtig gelesen wahrscheinlich, ne? Bringt 5 wiederheilende Schädel. Achso. Ach so, okay. Also man muss noch ein paar mehr unboxen. 3. Ach, bloß das funktioniert nur hier. Ist denn hier wenigstens so halbwegs ein Respawn? So, noch einen Schädel. Die Adeptin hilft uns nicht. Wir brauchen tatsächlich hier die Muffköbbe. Vielleicht ein bisschen weiter. Hier unten sind ja auch welche. Eigentlich. Ja, auch uneigentlich.
Imperialer Ledergürtel ist auch. Entschuldigung. Schön, dass ich hier für meinen Kopf noch bessere Sachen finde. Ist auch lustig. Das zertrümmerte Schwert. Zirkel des Naros 500. 500. Ruf. Gold wäre schön. Ruf. Romy. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick. Wir sehen uns wieder. So, was war jetzt hier noch? Ah, okay. Moment, aber was fehlt denn? Das ist das. Helden von Darrowheim, wo kriege ich denn die Sachen jetzt her? Muss man hier mit den Leuten... Ach so. Alles klar. So, willst du Kalin? Muss ich jetzt. Braucht ihr etwas? Nee. Agent um Fallstimme, sehr gut. Ja, das ist alles jetzt so ein bisschen hin und her. Und her und hin. Schön, dass du dich hier versteckst. Ich habe dich leider gesehen. Na, so gut versteckt war das jetzt auch nicht. Ach so, genau, und dann triggert man da irgendwie so eine NPC-Szene. Also man macht da quasi jetzt eine Szene. Also hier. Das machen wir doch. Genau, ballern alles um hier.
war's das schon? Gibt sogar Ruf. Gibt kein Loot, aber es gibt Ruf. Tötet ihn schnell. Ja, ich habe noch nicht mal die Quest gelesen, er ist quasi schon kaputt. Natürlich beschützen wir chancenlos die Kollegen hier. Absolut chancenlos. War easy. Bam. Wie es schon in diversen philosophischen Schriften stand, get erect. Blutvergießer. Das ist schon fast Cheatcode, ne? Jetzt mit High Level hier die alle hier umzuballern. Ja, loot-technisch kam jetzt irgendwie nicht so richtig was rum, leider, aber. Auch das gehört dann mal dazu. Genau, dann wieder mit Pippi schnacken hier. Der Schlüssel zur Truhe, hier ist sie. Versteckter Schatz. Naja, immerhin, ne? Jetzt haben wir hier eine Questreihe abgeschlossen. Gibt Schlimmeres. Und jetzt ziehen wir weiter. Ich meine, immerhin haben wir das Kreuzfahrerrezept, ne? Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal die halbe Miete hier. Also was Gutes gelootet. Aus diesem Grunde. Gibt es ja noch Folgequests? Nö. Ich glaube, hier haben wir gut gearbeitet. Ach so, was ist Pamelas Puppe? Beschwört den Geist und nee, ich möchte Argus Tagebuch. 2% EP. Ah ja, okay, nee, dann behalten wir mal den Glücksbringer. Und ziehen weiter. Das ist eine Dreiviertelstunde, ist schon wieder rum, Leute. Das ist echt. Oh ja.
Spektraler Marodeur. Genau, da geht's jetzt. Genau, der Lichtschildturm müsste dann der nächste sein. Ah ja. Und weiter geht das. Ich wollte schon wegfliegen. Okay, das war's, genau. Genau, das sollte jetzt wieder Agentum Dämmerung Ruf geben. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Aber ja, normal schon. Lebt wohl. Lebt wohl, das machen wir doch. So, wir sollen aber jetzt schon mal rüber zu Jungs. Bleiben Jungs. Genau, weil die natürlich völlig selbstständig einfach schon weitergezogen sind. Ne? Man kennt es. Man kennt es von ihnen, ja. Genau, das können wir nämlich nach und nach hier die Quests hier schon mal angehen. Braucht ihr Hilfe? Ziehe den Ehrenfreund. Für die Allianz. Genau, jetzt müssen wir in die Gruft. Prüfung der Gruft abgeschlossen. Das machen wir jetzt auch. Die ist hier hinten. Ehre dem König, Freund. Seid vorsichtig. Also hier unten, glaube ich. Oder? War das so? Ah ja. Was ist das alles? Okay, die sind Level 30 tatsächlich. Also die skalieren jetzt nicht mit. Aber gut, ballern hier auch alles weg. Kommt noch was, oder? Das ist ja sehr, sehr
Sehr, 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 sehr schwierig. Gesundheit. GG easy. Absolut GG easy. So, das bedeutet jetzt... Ah, da sind die. Das nämlich jetzt die ganzen Killquests. Haha. So war das nämlich. Dann haben wir dich hier noch. War das hier noch? Ah ja, okay, 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 okay. Jetzt kommen nämlich die ganzen Sachen. Oh, den schicke ich rüber. Oh, bei den anderen Sachen bin ich schon wieder so, dass ich denke. So, darum bettel ich mich auch nicht. Die lasse ich auch erstmal. Aber so noch Schließkassetten. Die können mal wieder rüber. Dann habe ich die Sachen zumindest schon mal rüber geschickt. Und vergesst sie nicht. Gott, die Stunde ist ja gleich schon wieder rum. Oh, Buggy, oh, Buggy, oh, Buggy. Essenz des Untodes. So, das haben wir dieses Mal auch wieder nicht in der Instanz, aber hey, es ist wie es ist. Und Lederfarm wollte ich auch noch. Machen wir vielleicht das nächste Mal wieder einen Silithus. Oder in verwüsteten Landen. Genau, Jungs, dann kommt mal mit. Ich decke das hier einfach schon mal auf. Wenn wir schon hier sind. Genau, die sollen wir eh umballern hier. Mir noch umballern hier? Ich meine, kann man. Muss man vielleicht nicht, aber kann man ja einfach tun. Und er kann es nicht verhindern. Na, also ist mein Marderich hier. Der Marderich. Der verrückte Erich. Mart Erich. So, was ist der Wert?
Na, immerhin 984 Gold. Das ist nicht so schlecht. Also, das, den kann man ja einfach mal reinsetzen da. Und damit diese Quest auch schon wieder durch. Hier ist eine ganz gute Mobdichte, finde ich. Und das finde ich gut. Zumal die. Ne, die nicht. Die geben keinen Ruf. Und sie hier. Ah, diese Untoten. Also die Schreckenswerke auch. Keinen Ruf für Argentum geben die komischen untoten Humanoiden da. Also die da hinten, diese Attentäter. Ah, eben weil die auch nicht untot sind. Also alles, was lebt, gibt keinen Ruf, also wenn man es dann tot macht. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Lust auf ein Glas? Das ist auch schon mal wieder 21 Gold, ist vielleicht nur Kleinkram. Oh, guck mal, hier geht das weiter hier. Ja, sehr gut, meine Damen und Herren, sehr gut. Das heißt, einmal rüberschicken. Das ist alles Crap, das ist Crap. Ausloggen zum Auktionsheinz. Und dann machen wir doch mal eine kleine Cancel Scan Session, aber ohne hier den Daddle-Doo-Kram. Wo ist die 99? Die haben auch nicht da drin. Sind 52 Gegenstände. Wie, ich wurde schon wieder unterboten. Soll das denn? Soll das denn? So. Da werden wir dann gleich mal wieder ein bisschen, ja, alles abgebrochen hier. Weg. Oh, wir haben Sales. Oh, und sehr viel abgelaufen. Die Netherstofftaschen sind weggegangen. Zaubererrobe. Armschiene, nach 125.000 Jahren Verzeihung, hat sich das mal wieder verkauft. Wow. Wow. So. 999. So, die packen wir mal hier rein. Und dann wird nachgestellt. Schön. Also das Osterwochenende war jetzt in den letzten Wochen wirklich das Erfolgreichste. Also es erinnert mich ein bisschen an die Weihnachtstage, wenn die Leute mehr Zeit haben und ein bisschen gucken, was sie so brauchen können und was in die Bibliothek passt, stellt man sofort fest, sie werden aktiver. Du merkst es sofort in den Sales, das ist unglaublich. Finde ich faszinierend, dass das so dermaßen starke Auswirkungen hat. Ist verrückt einfach. Es ist wirklich, wirklich verrückt.
Hatte ich die gescannt eben? Die habe ich nicht gescannt. Die holen wir jetzt nochmal nach. Und wenn ich das so sehe, Leute, ne? Dann... stelle ich ein paar Taschen her. Da ist wieder der Vorteil, dass ein Tütelchen selbst gefarmt, ne? Aber... Und es ist, die Stunde ist schon wieder rum. Was soll das eigentlich mit den, na gut, die Sporen. Ja, ja, es ist sowieso auch eher wieder so ein bisschen Platzhalter gewesen. Goldtauschgedöns, blabliblub, ne, so. Also die Leute bleiben hier tatsächlich auch schon deutlich unter den Craftgebühren, also das, ja. Ja, sehr gut. Ich kann mir tatsächlich, oder ich muss mir dann auch mal wieder bei Gelegenheit die ganzen Stoffe rüberschicken. Stelle ich gerade fest, so. Nasserstoffballen haben wir hier hinter uns. Was haben wir denn? Klassik hier noch. Wollstoff. Wollstoff ist auch immer gut. Wollstoffballen. 5 Silber. Das ist echt. Wie waren wir denn in den Taschen? In der Bank haben wir noch einige Seidenstoff. Reichlich. Leinenstoff. Leinenstoffballen, Leute. Da liegt das wahre Geheimnis, ich sag's euch. So, die Sachen stelle ich jetzt hier, filter ich jetzt im Moment nicht, weil ich jetzt gerade keine Lust habe, das rauszufiltern. Die haue ich jetzt so alle rein. Das ist nochmal stichprobenartiges Scannen hier. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Ja, ich freue mich, Leute. Also wir haben tatsächlich wieder ein paar Sales generiert. Und... einiges abgelaufen noch, was jetzt nicht mit rüber kam. Alles verkauft und alle sonstigen. Davon stelle ich jetzt nochmal so ein paar Geschichten ein. Und dann sind wir mit der Folge auch wieder durch und das ist tragisch. Tragisch, wie schnell das geht. Das ist sonstiges. Der wütende Erich, den machen wir mal bei... ja, wo eigentlich? Waldläuferhelm 99. Arkenon Poros. Und einiges hier unter Mindestverkaufspreis. Auch die Sachen lasse ich erstmal so liegen. Bisschen was für den Schurken wieder, wie ein paar Schießkassetten. Aber auch viele Sachen, die in der bedeutungslosen Wertlosigkeit verschwinden sozusagen. Rotwelpenhandschuhe, ja. Sieben Gold, acht Gold, auch da, ja, ist mehr als der Entzauberungspreis. So, Vendor, Vendor, Vendor.
Das noch nicht, das gebe ich nicht an den Vendor. Aber diese Silberdinger hier, die gebe ich alle an den Vendor. Hier für 20 Gold, die stelle ich nochmal ein. Die stelle ich ein, das was Goldstücke verspricht. Der Rest geht zum Händler. Genau, das kauft auch keiner mehr. Die können wir nochmal einstellen. Ein paar Schießkassetten. Und wenn ihr hier keine Elefanten habt, könnt ihr auch hier verkaufen, ne? Weg, 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 weg. Weg, weg. Guck mal hier, 528 Gold Vital Escape ist bei 4 Gold 80. Das ist ja schon ungefähr Vendorpreis, ne? Aber ja. 814.962. So, damit war die Stunde ist wieder im Nu vergangen. Absolut, das ist das übliche Problem. 221 Stunden, 814.9. Genau, hier den Punkt setzen. Das heißt, 2 durch 221 Stunden, wenn ich mir nicht verrechnet habe, ne, das passt. 3687 ist auch putzig, dass wir jetzt einmal so einen Zahlendreher drin haben. Aus 78 wird 87. Ja, und Folge 173 ist dann wieder der Hexenwerker. Ich wechsle jetzt so ein bisschen und wie gesagt, eigentlich, ich überlege noch, spiele ich Schmied separat oder gebe ich das dem Mönch, wenn er genug Ruf hat? Aber es kann natürlich sein, dass ich meine, das ist für immer die Zeitfrage. Und hier, guck mal, mit dem Schnader wollte ich auch noch mal ein bisschen was machen, ne? Es ist ein Zeitding. Insofern, ich habe keine Langeweile, ich habe so viele Ideen, was ich noch alles machen kann und machen möchte und euch zeigen will. Aber auch das nach und nach. Wir haben ja noch ein bisschen, da ja jetzt nicht in Endstress geraten. Ihr Lieben, schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Ich hoffe, das war wieder halbwegs interessant. Freue mich über Daumen, über die Kommentare. Ich freue mich, dass wir jetzt ein paar Goldstücke gemacht haben, jetzt zu dem Ostermontag. Schade, dass ich den Tag gestern vergessen habe. Vielleicht hätten wir nochmal 3, 4, 5, 6.000 Gold mehr mitgenommen. Ja, aber private Verpflichtung. Euch guten Loot, gutes RNG. Lasst einen Daumen, Kommentar da. Und Folge 173 ist wahrscheinlich der Hexer wieder unterwegs. Also bis dann, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Tschüss.